Computer zu schauen. Ja, jetzt haben wir jemanden seit ein paar Wochen hier, der früher bei der Mahnwache in Osnabrück immer war und der aus beruflichen, schulischen Gründen hier nach Braunschweig übergesiedelt ist. Und auch das ist das Schöne, dass man im Prinzip von Mahnwache zu Mahnwache tingeln kann und man hat sofort wieder Anschluss. Man findet Menschen mit gleichen Interessen, aber auch mit unterschiedlichen Interessen, mit denen man sich aber auch trotzdem auseinandersetzen kann, kommunizieren kann. Und er hat heute zum ersten Mal selber mal eine kleine Rede vorbereitet und ich bitte Florian hier vorne zu uns zum Mikro für sein erstes Statement. Hallo. Ich habe es auch endlich mal geschafft, meine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Ich hoffe, da kommt ein bisschen was Positives bei rum. Ich fange einfach mal an. Es wird uns eine lupenreine Demokratie suggeriert und auf den ersten Blick scheint es auch eine zu sein. Von der kleinsten Gemeinde bis zur Europäischen Union werden Volksvertreter gewählt, die sich dann mit Problemen verschiedenster Art auseinandersetzen, um für uns ein gerechtes und soziales Miteinander zu schaffen. Wenn man aber genau hinschaut, sieht man, dass nicht nur die parlamentarische Demokratie veraltet ist, sondern dass Demokratie von Anfang an unterwandert wird. Von einem menschenverachtenden Erzeugnis des 17. Jahrhunderts des Kapitalismus. Mittlerweile fällt es diesem System, was man aber niemals vergessen darf, welches auch nur von verhältnismäßig wenig Menschen geführt wird, immer schwerer, dieses Trugbild aufrechtzuerhalten. Wenn es nicht sogar sein mag, dass sie dieses auch gar nicht mehr wollen. Sehr wahrscheinlich steht es kurz davor, dass sie den Deckmantel der Demokratie ablegen und ihr wahres Ich zeigen. Aber wieso merkt selbst jetzt noch nicht mal der Großteil der Bevölkerung, dass sie an der Nase herumgeführt wird? Liegt es daran, dass sie Angst davor hat, so ein Spinner, wie ich es dann ja wohl bin, dass sie Recht haben könnte? Weiß sie vielleicht schon lange, dass sie belogen und betrogen wird, zieht sich aber lieber in die vom System suggerierte Welt zurück, weil sie Angst hat, selbst noch ihr kleinstes privates Glück zu verlieren, obwohl dieses Handeln selbst Lug und Trug in sich birgt? Sind sie vielleicht wirklich selbst jetzt noch in dieser künstlichen Welt jeglichen Übermaßes gefangen? Oder glauben sie allen Ernstes, Wirtschaftswachstum sei alles? Dies ist nur ein kleiner Teil der Fragen, die man sich stellen kann. Aber selbst wenn es nur diese vier sind, reicht es aus, um zum Entschluss zu kommen, stopp, ab hier mache ich nicht mehr mit. Es kann nicht sein, dass ein so kleiner Prozentsatz der Menschheit so viel Macht besitzt, diese schamlos ausnutzt und wir das auch noch, ohne es zu hinterfragen, mit uns machen lassen. Zu jeder Zeit der Geschichte Mensch war, ist und wird jedes System, was eine Ordnung zwischen uns herstellen soll, künstlich sein, also von Menschenhand gemacht. Und nicht, auch wenn es so mancher geistesgestörte Anhänger dieses unmenschlichen Systems glauben möchte, ein Naturgesetz. Das System hat uns zu dienen und nicht umgekehrt. Wir alle müssen jetzt diese große Chance der Mahnwachen ergreifen und den schon längst überfälligen Schritt in eine bessere Welt, eine Evolution der Menschheit wagen, die uns diese Diktatur des Kapitals in einen Krieg treibt. Es kann jeden Tag soweit sein und deswegen müssen wir ohne Unterlass für den Frieden und die Liebe einstehen. Dies nicht nur im Privaten, sondern in allen Öffentlichkeit, damit wirklich auch der letzte systemgeschädigte und verängstigte Mensch aufgeweckt wird und merkt, dass eine Welt voller Liebe möglich ist. Du bist nicht allein.